Jo, herzlich willkommen zurück. Tja, dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht, ne? Gelabert haben wir jetzt, es geht wieder eine Mission hier. Colonel, gehen wir Ihren Einsatz durch. Ja, Sir. Wir springen ins Hyperion-Sonnensystem zurück. Das Hauptquartier hielt es für einen guten Zufluchtsort und hat dort eine Flotte aufgestellt. Offensichtlich haben die Kilrathi Wind von dieser Flotte bekommen. Das heißt, sie werden unseren Jungs beistehen müssen. Viel Glück, Colonel. An. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ach komm, wir nehmen mal Schatzi mit hier. Flint? Sozusagen. Ja, das ist ja halb so wild hier. Ist ja schnell reingeklickt hier. Zack. Werte Rachel, das kriegen wir mal alleine hin. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Na denn, ab die Post. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Greifen Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. Was man da mit der Excalibur reinbratzt, mit einem Anflug, das ist brutal, ist das. Haha, schon erledigt. Ich kack ab. Kilrathi weniger. Den haben sie echt fertig gemacht. Tja, Baby. Läuft, ne? Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Ja, wird ein bisschen schwieriger, aber. Kriegen wir auch klein hier. Klitzeklein. Brauchen noch nicht mal Raketen mit dem Ding hier. Das ist so genial. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Ein Kilrathi weniger. Ja, das Ding startet gar keine Dings. Doch, da kommen Piloten raus. Ich bin eine Schande für mein Volk. Ja, komm, dann hau mal raus hier. Ich sterbe für Killer. Systeme funktionstüchtig. Ein Kilrathi weniger. Läuft doch Bombe. Bombeastisch. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen. Ich greife jetzt ein. Ab geht die Post hier. Sehr schön. Fertig machen wollen.
jeder Hinsicht, ja. Au. Bin wieder zu mutig. Ich würde ja gerne ins Heck schießen, aber es geht bei dem Fall ja wohl nicht so gut. Erreicht. Dann mach das mal. Wir sind durch mit euch. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Mann, die Raumschiffe machten einen ordentlichen Wirbel, nicht wahr, Sir? Naja, morgen geht's dann wieder weiter. Sie können jetzt landen. Jo. Läuft, ne? Bisher sieht's so aus, als wenn sie keine Chance haben gegen uns. So einfach ist das. So. Sieht's denn aus hier, storytechnisch? Irgendwie nix. Sie lässt das Ganze ein bisschen nach und wird nur noch missionstechnisch, ja? Naja, na gut. Machen wir uns an die Arbeit, Colonel. Ja, Sir. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kilorathi den Jump Point nach Kilorath zurückerobern. Wie Sie wissen, brauchen wir ihn später für eine überaus wichtige Mission. Tun Sie Ihr Bestes, Colonel. Wegtreten. Jo. Ach komm, ey. Ich brauche irgendwie mal. Ne, ich fliege mit Vagabond jetzt hier. Ja. So machen wir das. Hätte ich gar nicht gebraucht, ne? Komm, dann nehme ich doch diese Friend of Foo. Wollen wir nicht warten. Die gehen ja ganz alleine irgendwie auf den Feind drauf, was gerade in der Nähe ist. Noch ein paar Raketen abschießen hier. Wir haben Gesellschaft. Jo, dann. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Zeig mal, was du drauf hast. Sehr schön. Wie immer. Ab geht's. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Ja, so ein bisschen auf den Sack kriege ich hier, aber ich komme durch. Zack, und gleich zum nächsten, ne? Jojo. Ich würde mal sagen, wir machen die Astrein fertig hier. Wir haben Gesellschaft. Jo, dann lösen und angreifen. Hau mal rein da. Thank you.
mein Radar erwischt, ne? Bin zu mutig und verkehrt geflogen, ja. Das Ding baut wieder Schilder auf. Das ist aber unschön. So. Jetzt räumen wir den Rest hier auch noch auf. Komm mal ran hier. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Oh, Megaband hat's erwischt. Das ist aber unschön. Erreicht. Den hat's erwischt. Das ist aber scheiße. Das fliegt ganz alleine hier rum. Ja, Christopher Blair macht's auch alleine, ne? Ja. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Achtung, Kilroy, es ist soweit, wir kommen. Sie können jetzt landen, Sir. Na dann. Rosig. Würde ich sagen. Läuft da bombastisch. Wie lange noch? Der Angriff auf das Sonnensystem der Terraner läuft bereits in 48 Stunden an. Darf ich dir was sagen, Malik? Der Geschmack des Sieges ist süß. Obwohl man nie weiß, was im Verlauf einer Schlacht passiert, hoffe ich doch auf ein letztes Aufeinandertreffen mit dem Herz des Tigers. Wahrlich, seine Vernichtung würde unseren Triumph erst vervollständigen. Colonel, ich würde gern die Gelegenheit nutzen, um Ihnen etwas zu sagen. Ich war anfangs nicht sehr erfreut über Ihre Versetzung auf die Victory, doch jetzt bin ich froh, dass Sie an Bord gekommen sind. Es ist mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Die Templar-Bombe ist ein großes Wagnis für uns, aber nach dem, was ich gesehen habe, sind Sie der einzige Mann, der mit diesem Ding umgehen kann. Ich kann nur hoffen, dass ich Sie nicht enttäusche, Sir. Ich weiß es. Gehen wir? So. Held sein ist nicht einfach, oder? Tja, meine Herren, nun ist es soweit. Wir werden den Heimatplaneten der Kilorathi auslöschen. Da nicht die gesamte Flotte nach Kilorath fliegen kann, haben wir ihre Excalibur mit unserer neuesten Erfindung ausgestattet, der absolut undurchdringbaren Abschirmung. Die Vorrichtung legt die Ortungsgeräte der Kilorathi lahm, aber sie braucht extrem viel Energie. Nachdem sie ihre Fracht abgeliefert haben, schaltet sich die Abschirmung ab, denn dann brauchen sie ihren ganzen Saft, um sich aus dem Staub machen zu können. Stellen Sie als erstes ein Team von 4 Leuten zusammen. Dann dringen Sie in das Kilorath-Sonnensystem ein und tanken an einem versteckten Ort auf. Unser Geheimdienst hat nämlich in der Nähe Kilorath ein geheimes Depot errichtet. Aufgrund Ihres riesigen Zeitpeilsystems und weil es zu riskant ist, mit ihr zu fliegen, ist die T-Bombe bereits in das Sonnensystem eingeschleust worden. Sie werden sie also erst bei einem zweiten Stopp an Bord nehmen können. Die Bombe zielsicher abzuwerfen, erfordert ein Maximum an navigatorischen Fähigkeiten. Die Konföderierten sind der Meinung, dass die Zerstörung ihres Planeten ein schwerer Schlag für die Bevölkerung Kilorath bedeuten würde. Und unser Timing könnte nicht besser sein. Laut unserer Abwehr ist ein Großteil der feindlichen Flotte in den Werften, die ihre Heimatwelt umgeben, um aufgerüstet zu werden. Colonel, ich will eines klarstellen. Kehren Sie nicht auf die Victory zurück, bevor Sie die Operation nicht erfolgreich abgeschlossen haben. Haben Sie nicht mehr Informationen?
Ein alter Freund von Ihnen macht jetzt weiter. Da bin ich schon wieder. Ich weiß, Captain Eisen hat dich gründlich instruiert, aber du kriegst noch ein paar Informationen von meiner Wenigkeit. Von der anderen Seite des Jump Points. Auch wenn ich nicht wie früher in deinem Geschwader mitfliege, bin ich trotzdem bei dir. Darauf kannst du dich verlassen. Colonel, viel Glück. Vielen Dank, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatz. Vaquero? Und zum ersten Mal können wir mehrere Piloten wirklich selber auswählen. Flash? Maniac? Flint bleibt mal schön zu Hause. Ja, mal gucken, ob wir das noch in dieser Folge schaffen. Ja. Notfalls wird es halt ein bisschen länger. Gatos in Sicht, Sir. Lösen und angreifen! Andale, jetzt geht's rund! Aufgepasst! Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Ja, was macht man selber, Alter. Pfeife. Ich und meinen Sieg betrogen. Ausgezeichneter Schuss, Sir. Betreck und stirb, Gato! Jo, wie wär's, wenn's weitergeht? Ah, Jump Point, ich muss springen, ja. Okay. Gatos in Sicht, Sir. Ey. Sofort an meiner Flanke von mir. So. Das ist aber ungünstig. Lösen und angreifen. Andale, jetzt geht's rund. Wenn wir eh schon drauf gehen. Ey. Ja, wollen wir mal aufräumen hier, den Laden. Dreck und stirb, Gato. Weiter geht's. Gato für dich, Sir. Yo. Action, genau die braucht der gute Flash. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Andale, jetzt geht's rund. Ausgezeichneter Schuss, Sir. Ich war von der Bildfläche verschwunden, der Junge, ne? Sehe ich das richtig? Normalerweise ja. Verwandtes Mitglied.
verwanztes Mistvieh. Erstick dran, verwanztes Mistvieh. Die Dinger jetzt auch noch? Ist doch scheiße, sowas. Wie sieht's aus? Nicht einen Kratzer. Junge, 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 Junge. Alle Raketen raus, ja, zack. Oh, was wird's treffen? Schlecht für einen Saurier. Verwandtes Mistvieh. Bratz, bratz, bratz. Ja, aber Kira hat's schon erledigt. Ach je. Na gut. Kannst du jetzt weitergehen oder was los hier? Jetzt geht's rund. Ja, was sehe ich denn da? Wo denn? Na, ja, es gibt wieder diesen Bug hier mit dem Wegpunkt, ja. Ach, Mann, das war doof. Das mag ich gar nicht, ne? Wie sieht's aus? Nicht einen Kratzer. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Oder muss ich hier STRGC oder sowas machen? Nee, STRGG. Die undurchdringliche Dings hier kriege ich noch nicht, ne? Da tatsächlich hier Frames kommt dann da drauf. Okay. Ja, ist aber lustig, ne? Falls ihr das jetzt sehen könnt. Dann lassen wir es mal krachen. 24, sagt das Spiel selber. MSI Afterburner sagt 30. Grafikkarte wird zu 20% belastet, meistens 0. Ist lustig, dass das flüssig läuft. Tja. Der GT vielleicht? Ne. Tja, das haben die doof gemacht hier. Action, genau die braucht der gute Flash. Ihr seht doch was, was ich nicht sehe hier. Was ist denn da los, Jungs? Na, dann lassen wir es mal krachen. Lösen und angreifen! Aufgepasst! Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Da ist irgendwie ein Bug am Start. Munitionsdepot. Ja, da wären wir jetzt theoretisch, ne? Jetzt geht's rund. Wegpunkt 2. Ja, was sehe ich denn da? Ist doch Mist, ist das. Das ist richtiger Mist, ist das. Da geht mir nachher der Sprit aus, ne? Ja. Ist der GH vielleicht? Nee. Dieses Unsichtbar machen klappt jetzt hier gerade nicht. Also diese Abschirmungsgeschichte. Na, dann lassen wir es mal krachen. Eieieiei. Das Dumme daran ist, wenn jetzt hier nochmal fettes Gefecht kommt, dann ja, geht mir der verdammte Sprit nachher aus, ne? Kann ich keinen Nachbrenner mehr aktivieren. Und Feinde in der Nähe, ja. Ja, okay, immerhin hören wir euch schon mal. Ich müsste nur noch auf dem Radar auch mal auftauchen. Wie sieht's aus? Nicht einen Kratzer. Na, dann lassen wir es mal krachen. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Stirb, du fellose Mistgeburt. Ja, komm ran auf den Meter. Dann zeige ich dir, was los ist. Affen. Ich denke mal, das werde ich dann schneiden und euch davon berichten, ja.
Das ist nervig, das ist einfach nur nervig hier, so ein Bug. Na, dann lassen wir es mal krachen. Ich fresse dein Herz und spucke es aus, Terrano. Ja, komm doch ran. Will ich sehen. Das will ich sehen. Wie sieht's aus? Nicht einen Kratzer. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Rückkehr zur Basis. Vielleicht stehen sie ja auf Selbstmord, Colonel, aber ich drehe um. Rückkehr zur Basis. Wiedersehen. Verpissen Sie sich. Feigenschweine. Ich mach das auch alleine, ohne euch hier. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Es gibt mir noch original der Nachbrenner aus. Ich lass mal lieber ein bisschen was. Für später. Aha. Naja. Wenn du meinst. Zeig dich doch mal. Ach, herrlich.